motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Der Wind hat jetzt endlich ein bisschen weiter auf Ost gedreht, so dass wir jetzt momentan den Wind von 100 Grad Backbord Achtern bekommen und auch die Welle kommt leicht von Achtern, also die Fahrt ist jetzt etwas angenehmer und wir machen auch so um die 5 Knoten Fahrt, obwohl wir immer noch im ersten Reff sind. Aber das machen wir ja wegen unserem gerissenen Unterband. Da sind wir doch lieber ein bisschen vorsichtig. Gott sei Dank ist das ja an der Steuerbordseite und somit auf der windabgewandten Seite. Also da dürfte nicht so viel Last drauf liegen momentan. So wie es aussieht, werden wir aber trotzdem immer noch 5 Tage brauchen. Wieder ausgerefft. Tag 23. Ja. Tag 23. Die Leinen gleich wieder schön aufgeschossen, damit alles seine Ordnung hat. Und keiner stürzt. Ja. Auch so kann man sich auf einer langen Überfahrt beschäftigen. Die Annette malt kunstvolle Bilder. Letzte Nacht, da haben wir richtig Fahrt aufgenommen. Ich habe zeitweise bis zu 7,8 Knoten Speed gehabt. Wahnsinn, die Limelight ist nur so dahin geflogen. Aber leider haben damit auch die Wellen zugenommen. Bäckerin ist wieder am Werk und hat schon mal die ganzen Zutaten herausgesucht. Es gibt nämlich wieder mal ein leckeres, frisches Brot. Schauen wir mal. Was gibt's denn heute für ein Brot? Weiß noch nicht. Auf jeden Fall ist das glutenfrei. Okay. Ja, so ist das hier immer. Das sind Geheimnisse, die werden erst gelüftet, wenn das Brot auf dem Tisch steht. Meine Frau ist schon in Ankunftslaune. Sie sumselt auch hier oben bei ihrer Wache und freut sich, dass wir so einen herrlichen Segeltag haben. Wie läuft's? Sie ist zufrieden. Vorhin waren wir schneller. Wie viel schnell fahren wir? 5,2. Ah, super. Da wird um 0 Uhr der Eintrag im Logbuch vorgenommen. Unsere Koordinaten werden notiert. Unsere Seemeilen, die wir gefahren sind. Der Luftdruck und Windgeschwindigkeit und Windrichtung. So, welcher Tag ist jetzt angebrochen? Donnerstag. Der 5. Mai. Was für ein Etmal haben wir? 134. Jo. 134. Rekord. So, ich mache mich fertig. Die Annette darf jetzt nämlich ins Bett gehen. Und ich darf mich nach oben setzen. Und schauen, dass wir hier schön vorwärts kommen. Sitzt hier oben. Oh, denn da ist der Fisch. Die Annette, die befreit ihn jetzt. Der ist gerade gekommen, oder? Ja.
gerade gekommen. Noch mal ein bisschen zu hier. Da ist er, der Fliegefisch. Der will noch leben. Oh, was war das? Dann hätte er den nicht richtig gekriegt. Lebt er? Ja. Gott sei Dank, jetzt hat sie schöne Stinke Fischer von fliegende Fisch. Oh, wieder ein wolkendurchzogener Morgen. Ja, dann muss ich wohl mal Händchen waschen gehen. Aber du hast das Leben gerettet. Sehr schön. Ich hab Schuppen. Tag 26, noch 160 Seemeilen bis Nukuhiva. Ja, leider gibt es heute wieder kein Frühstücksei. Wir haben zwar noch welche, aber die Chefin meint, die schmecken schon irgendwie wieder ein bisschen muffig. Deswegen lassen wir das heute. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück und die letzte Tomate gibt es heute. Mal gucken, wie weit sie gekeimt hat. Ja, die vorhergehenden, die waren ja schon ein bisschen am Keimen. Aber ich muss euch sagen, die Annette, die hat das super gemacht. Wir haben also immer noch was zu essen. Wir haben noch Kartoffeln, wir haben noch Zwiebeln und wir haben, glaube ich, auch noch einen Kohl. Ja. Und es gibt natürlich frisch gebackenes Brot. Und das bei herrlichstem Segelwetter, 16 bis 20 Knoten Wind, 5,5 bis 6,5 Knoten Fahrt. Morgen, Tag 27. 2738 Meilen haben wir hinter uns. Gestern unser Endmal war 119. Was war jetzt unser schnellstes? 126, glaube ich. 126? Ja, glaube ich. Nee. Ja. Auf jeden Fall voraussichtlich meine letzte 0 bis 3 Uhr Wache trete ich jetzt nämlich an. Weil morgen Abend, heute Abend, genau, es ist ja 0 Uhr 2, heute Abend, hoffentlich im Hellen, kommen wir an. Wäre schön. Momentan ist super ruhiges Wetter, wir haben 13 Knoten Wind, fahren 4,5 Knoten, ja. Es ist ein ganz bisschen Welle und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ja? Ja. Freust du dich auch, dass wir es hinter uns haben? Ist ja noch nicht. Also noch nicht, aber ein bisschen Vorfreude kann sein. Ja. Ein bisschen Vorfreude. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Wache. Du gehst jetzt schön schlafen. Und wir sehen uns um 3 Uhr. Siebter Mai, morgens 6:45 nach mexikanischer Zeit, weil wir ja die Uhr nicht umgestellt haben. Es regnet und windet. Erwischt es noch, so ein Shitschauer. Das ist kurz vorm Ziel. 75 Meilen noch. Die Genua haben wir gerade schon gerettet. Oh. War noch nicht alles. Nachdem es heute Morgen wieder ein bisschen geregnet hat, gibt es jetzt einen sehr schönen Sonnenaufgang. Unser letzter Sonnenaufgang, bevor wir Nukuhiva erreichen. Wir hoffen, dass wir im Hellen dort ankommen werden. Und die Annette, die macht sich schon wieder landfein, weil gleich kommt Nukuhiva in Sicht. Und
da muss man ja auch schon mal sauber sein. So sieht die Annette dann aus, wenn sie sauber ist. Nukuhiva in Sicht. Da seht ihr es. Ah, ist schon toll, mal wieder Land zu sehen. Und auf der Backbordseite sehen wir Uahuka. Ja, leider ist der Wind eingeschlafen. Nur noch 4 Knoten Wind. Aber jetzt mit Motorunterstützung klappt es. Jetzt haben wir noch 11 Meilen. Zu unserem Ziel. Oh, das ist ja der Hammer. Also super Licht. So wird man gerne begrüßt. Wir wären gerne 2 Stunden früher hier gewesen. Aber na gut, jetzt fahren wir nur 2 Stunden und dann haben wir unseren Platz erreicht. Für 17 Meter. Nach 27 Tagen, 20 Stunden fällt unser Anker. Und da sind unsere Lotsen. Hi! Ha? Ja, alles gut. Annette! Ja! Tschakka, wir haben's geschafft! Juhu! Wie viel? 2847. 27 Tage, 20 Stunden. Ungefähr. Ja. Ich gratuliere dir. Ich auch. Super. So, ihr habt's gesehen. Wir sind in Nukuhiva. Vor Nukuhiva. Wollten zwar bei Sonnenschein ankommen, aber es ist leider 0 Uhr 53. 45 ist der Motor ausgegangen. Aber Zeit hier in Französisch-Polynesien ist 21 Uhr. Was ich passen. Und da haben wir gleich schon Besuch bekommen. Hallo. Gratulation. Ja, danke schön. Hi, mein Schutzmann. Das ist ein Monat. Stell dir mal vor. Ist ein Monat. Ja. 27 Tage und 20 Stunden. Aber trotzdem, ja, er hat es geschafft. Ja. Hallo. Hallo. Ja, danke schön. Hi, das ist schön. Euch auch. Euch aber auch. Kommt durch. Ihr seid ja auch mehr gekommen. Schön, euch zu sehen. Ja, genau. Ja, einfach früher. Zeig mal, was es da gibt. Pamplemousen. Die sind zuckersüß, gell? Super. Karambole. Bananen. Und Mango sollte noch drin sein. Mango. Limon. Das hat nochmal was. Und tada! Oh, so eine super leckere Mango. Der Hammer. Wir sind angekommen in der Südsee. Und guckt euch das hier an. Grüne Berge. Irre. Absolut irre. Aber die Bucht ist ganz schön voll. So, da heute Sonntag ist, können wir nicht einklarieren. Da haben wir den ganzen Tag für uns, werden mal das Dorf erkunden, versuchen ein bisschen Geld zu tauschen und natürlich auch Internet zu haben. Aber das ist geil. Guckt euch diese riesen Mango an.
Die haben uns gestern Pia und Köbi hier vorbeigebracht. Also das ist ja ein Frühstück, ein ganzes Frühstück, so eine Mango. So, jetzt geht's los, erstes Frühstück, Nukuhiva. Nach 28 Tagen geht's das erste Mal wieder an Land. Pia und Köbi von der Lubina, die zeigen uns, wie das hier so alles läuft in Französisch-Polynesien. So, und da haben wir auch die Morgan wieder gefunden. Die sind auch schon hier. Jawohl! Perfekt. Ist das nicht der Hammer? Südsee! Irre. Das war hier der Sitz des Königs damals. Bei dem musste man sich anmelden, wenn man hier die Insel betreten wollte. Und da sind die berühmten Tikis. Da sind sehr viele leider vernichtet worden. Aber man versucht jetzt die Tradition wieder aufleben zu lassen. So wollen wir das haben. Wir sind beim Einklarieren. Das macht man hier bei der Gendarmerie. Und es ist alles ganz entspannt, so wie es aussieht. Da steht die Annette und füllt 5 Listen aus. Das ist super. So, wir sind angekommen in Polynesien. Und das ist auch schon das Ende dieses Films. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal, drück die Glocke. Und hier unten kannst du unsere Reise unterstützen. Hier oben kannst du unseren Kanal abonnieren. Und hier findest du ein für dich ausgewähltes Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.